Dieses Schloss kam nämlich früh in die Hände von Rittern, die man die Teutschen nannte. Und der, welcher hier zu befehlen hatte, den nannte man den KOMTUR. Einer der wüstesten soll der Hans von Stoffeln gewesen sein aus dem Schwabenlande. Und unter ihm soll es sich zugetragen haben. Diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem bärigen Hub ein großes Schloss zu bauen. Und die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein. Barmherzigkeit kannte er keine. Die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen. Und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte, so war der Vogt hinter ihm her mit der Peitsche. Und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Von dem ist